Willkommen zurück zu Sherlock Holmes Chapter 1. Wir haben beim letzten Mal zum einen für Aufruhr bei den Osmanen gesorgt und zum anderen wollen wir hier auch einem Musiklehrer helfen, der seine Geige wohl vermisst. Und wir haben schon gesehen, der Täter hat sich auch geschnitten am Blut, an der Vitrine geschnitten, wo die Violine einst drin war. Es ist halt nur die Frage, wo ist er hingegangen? Na, aber auch das kriegen wir irgendwie hin. Vielleicht, eventuell. Möglicherweise. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall jede Menge Gerümpel und so was. The trail stops here among the waste. Und es hat seitdem die Violine weg ist, hat hier noch niemand das Gerümpel hier aufgeräumt. So wie das hier aussieht, sieht es so aus, als wäre die Person gerade erst weg gewesen. So, der Professor hat aber schon Zeit, ne, zum einen halt es zu bemerken, dass die Violine weg ist. Er hat es geschafft, Plakate zu organisieren, dass die Violine weg ist. Ja, oder der Müll kam halt nachträglich dazu und hat halt dann die Spur verwischt. Okay, weißt du irgendwas? Hello, sir. Would you like some fruit? Fresh from the orchard? I'm not hungry, but I'm looking for a violin that was stolen. Any chance you saw someone with one? Oh, yes, I did. It was sailors, sir. And they were very good customers. They ate lots of fruit and said that my donkey looks like their friend. Lieutenant Sean. A lieutenant. Did you see where they went? No, sorry, sir. I was helping other buyers. Oh, and sir, the sailors also took my donkey. So I guess they weren't very good customers. They promised to return him, but they didn't come back. My father will kill me if he finds out. So I'm still waiting here for them. Do you know Anthony Jones, the musician? He lives nearby. Of course. Mr. Jones is very kind. He never barters. Was macht der Polizist da im Hintergrund? I'm yet to crack a smile, so pray tell. Well, the first time they came by, the sailors mentioned something about music, so I told them Mr. Jones can teach them how to play. Wait, so what is his violin? Oh. Ist nicht deine Schuld. You couldn't have known they would steal from the old man. Fortunately, you made up for it with your testimony. I'll find them and your donkey soon enough. Stay put. Jetzt ist der Polizist wieder weg, aber eben ist er die ganze Zeit gegen die Wand gelaufen. Keine Ahnung, was mit dem war. Egal. So. Also es gibt jetzt auch einen gestohlenen Esel, der da eine Spur hinterlassen hat. Someone must have seen where they took it. It's a donkey, for heaven's sake. Okay. Dann müssen wir halt nur mal gucken, wer hier eventuell den Esel gesehen hat. Beziehungsweise denke ich mir so, vielleicht hat der Esel auch noch weitere Spuren hinterlassen. Gut. Madame, haben Sie einen Esel gesehen? Do you know anything about this? The streets won't share their secrets with those who hide in fancy houses. Okay. Haben Sie vielleicht einen Esel gesehen? Can you satisfy my curiosity? I can't help you, friend. This isn't working. You might need a different tack. Oh, hier ist noch eine Spur. Hufspuren. The donkey was being stubborn, but so were they. There we are. Okay, wir haben eine Spur. The first lead in our asinine chase. Also einfach nicht jemanden fragen, sondern jetzt in dem Fall tatsächlich hier suchen. One of them lost his cap. Und die hat auch niemand aufgehoben. In all der Zeit, seit der mal, ne, sich Plakate organisiert hat, es gab ja damals keine wirklichen Drucker und so. Also keine, so mal eben am PC ausdrucken und fertig ist. Sondern gehört ja ein bisschen mehr Aufwand dazu. A pile of dung, an act of defiance. I hope it got on their shoe. Wet whiskers. Okay. Was haben wir hier? Another bottle of whiskey. Okay. Oh, this must be Lieutenant Sean. The sailors couldn't get him inside the tavern. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Gut, braver Esel, ne? Ja, ganz feiner bist du. Bratwurst vom Grill. Don't forget to point the boy to his donkey on our way back. Ja. Good grief. Those drunks are wreaking havoc in there. Was habt ihr denn da? Wütend im Pub. Jo. Spielkarten? Nein. Gäste verängstigt. Jo. Einige Matrosen.
Eine Gruppe betrunkener Matrosen randaliert im Pub Red Whiskers. Sie sind verrückt und gefährlich. Kein Wunder, dass die Gäste nicht eingeschritten sind. Okay. May I ask you something? A man like you should not speak to a man like me. Das war jetzt auch gerade einfach nur so ein Ding von, ja, ich komm mit dem reden, ja, mach ich mal. Es war so dumm. I'll cover you, partner. Okay. Ich geh da mal rein. Oh nein, es ist ein Kampf. Randale. When your key is out. Like hell. Das ist ein Date. Saufen kannst du später. Take a rest. I'm coming. So, nette Mütze. No more crime for you. The snuff's ready. Ja, ja, ich lade erstmal nach. Boom. Bam. Pow. Schlag. Don't cry. Give him the pepper snuff. So. Wo ist denn jetzt der nächste hier? Da ist einer. Na komm. So, dankeschön. I couldn't miss the party. Take a rest, my friend. The snuff's ready. Bam. Verdau das. Don't cry, you'll live. Echt mal. Und ihn rumholen, wenn du liebst. Langsam habe ich so ein bisschen Dreh raus bei den ganzen Viechern. Man nennt es auch Menschen. Gut, hat halt jetzt auch gerade keiner kaum irgendeinen Schutzanzug an oder so. Trick. Don't bother moving. The snuff's ready. So, wie viele kommen denn da noch? Guten Tag. Hier, verdau das. Nimm das. Schnupper mal an meinem Tabak. Give him the pepper snuff. Du hast gar keine Mütze. Okay. Warum? Warum hat ihn das dann jetzt in dem Fall verletzt? So. Nur fürs Ruf. Don't bother move. The snuff's ready. Das war's. Sie sind tot. Well, they left me no choice. I think I might be nearing intoxication myself just from the smell of them. Okay. Dann mal gucken, was Rettung von Lieutenant Sean. Hier, Durchsuchung des Pubs. Schauen wir mal, wo wir hier irgendwie was Tolles machen können. Im Moment sehe ich noch nichts. Nichts bedeuten muss. Hier ist was. Ach, guck mal. Ist das nicht die Violine? The maker's stamp suggests it was made by a student of Pressender. Quite a lovely instrument. And somehow, after all the mayhem, it's still in one piece. Jo. Wie auch immer sie das geschafft haben, und welchen Grund auch immer die gehabt haben. Vielleicht einfach nur, weil es wertvoll ist. Leute klauen gerne Dinge, die wertvoll sind. Braver Esel. So, müssen wir noch dem Jungen Bescheid sagen, dass der Esel noch da ist. Hier lang wir das, oder? In der Richtung. Hey! Oder nicht? Oder doch? Oder vielleicht? Ich weiß doch nicht, ich habe doch null Orientierung hier. Also... Das ist da. Okay, dann muss ich da hoch. Da. Extra! The strike of the eagle! Ja, ja, komm, geben Sie mir mal extra Blatt. Ja, todbringender Adler. Check the front page. You won't regret it. Aha. Da.
Der plötzliche Tod von Mark Ridley, Sohn des Generals Arthur Ridley, sorgte auf Cordona für große Bestürzung. Der Polizei gelang es bereits, einen Verdächtigen festzunehmen, bei dem es sich um keinen geringeren als Osei aus dem Haus des Adlers handelt, einer der äußerst einflussreichen Familiendynastie in der Altstadt. Die Spannungen zwischen dem britischen Militär und den Einheimischen haben nach der Festnahme zugenommen. Infolge von Ausschreitungen auf den Straßen der Altstadt gibt es bereits ein Dutzend Tote zu beklagen. Die Behörden versuchen die Lage zu deeskalieren, aber es ist gegenwärtig völlig unklar, ob die öffentliche Ordnung überhaupt noch aufrechterhalten werden kann. Könnte dies das Ende der bereits instabilen Friedens auf unserer Insel sein? Möglich. Eventuell habe ich ein kleines Chaos verunstaltet, aber... oder verursacht. Kann ich auch nichts für. So. Da drüben ist, glaube ich, der Stand, ne? Ja, da liegt auch das ganze Obst auf der Straße. Ey, Junge, ich weiß, wo dein Esel ist. Nicht, ich weiß, wo dein Auto ist. It's not far from here, outside the Wet Whiskers Tavern. You'd better go after it, before someone decides to borrow it again. Thank you, sir. I'll be quick as a flash. Hey, Yusuf, please look after my cart, okay? And don't eat anything. Well, you can have a couple of grapes, but only the small ones. Well done. I look forward to the beautiful reunion. Okay. Und wer räumt jetzt hier die Scheiße auf? Was guckst du dir an? These bare shelves are actually rather convenient. Less washing up. Ja. Here's your violin, Mr. Jones. It might have gained a few nicks and scratches, but considering what it's been through, it's a miracle that it's still in one piece. God bless you. I am deeply in your debt, Mr. Holmes. The scratches don't matter. They are like scars, each telling a story. It is the sound that matters. Oh, you should hear her sing. It would be my pleasure. This melody, Sherlock. Don't you recognize it? Bekannte Melodie. Mhm. Was kann sie jetzt hier machen? Kindheitserinnerung. Look up, Sherry. There used to be an attic up there. We used to sneak in from the roof and listen to Mr. Jones play when we were children. You should tell the old man the truth. I think it will mean a lot to him. Ja, dann erzähl was ihm mal. Also, ich kann hier auch noch... Nee, das nicht. Das habe ich noch nicht verbunden. So. Bravo. I'd forgotten how beautiful a violin sounds in the skilled hands of a virtuoso. That melody, it brought back some memories. I have a confession to make, Mr. Jones. As a child, I used to sneak into the attic above this very room and listen to you play, spellbound by the music. So that was you. After my wife's death, it was difficult to pick up the violin again. But knowing someone was listening helped me persevere. In fact, a young man like yourself could breathe a second life into this instrument. It's a remarkable outlet for one's emotion. You should have it. I can't accept that. And so kam er zu seiner Geige. It's never too late to learn, Mr. Holmes. The way I see it, the violin chose you. Take good care of her. Sherry, I'm really glad we helped him. Das ist ein wirklich wichtiges Geschenk von ihm. Ja, auch nett halt einfach zu seiner Background-Story hier so als Sherlock. Auch wenn es hier vielleicht auch... So tief bin ich Hyper-Sherlock nicht drin. Ja, aber auch wenn es halt so eine leicht fiktive Erzählung seiner Vorstory ist als Sherlock Holmes, finde ich das dennoch halt eigentlich als nette Lösung hier mit eingebracht. I hope you'll enjoy playing it as much as I did. Ja, wahrscheinlich liegt jetzt die Violine irgendwo zu Hause, ne?
Was machst du jetzt mit der Vitrine? Da liegt noch ein Bogen. Krieg ich auch den Bogen, nicht nur eine Violine? Oh. Okay. So. So viel dann dazu. Wie viel Geld habe ich denn im Moment? Sehe ich das irgendwo? 132. Dann können wir uns Möbel kaufen, würde ich sagen. Eben schnell. Was läufst du in meinem Weg? Das war mein Weg. Oh, Kind. Komm, closer and try something on. You won't regret it. Ja, ja. The best antiques in the district. Ja, erzähl mal. My goods will brighten up your house. So, du hast ein Bett. Und so ein Globus. Und ein Schminktisch. Okay. Enjoy your purchase. Zwei Hinweise aktualisiert. Wahrscheinlich dann für das leere Haus dann. Okay. So, das war die Hauptquest, sag ich mal. Also ein Stückchen dieser Hauptquest. Wir haben aber auch noch alle eine Angel. Dieses WLAN im Moment, ne? Ist heute wieder ganz schlimm. Genau, die Aale. Muss ich ganz kurz reinlesen, wo jetzt hier irgendwie was war. Er soll ganz viel Körperpanzerung tragen, das ist ja ganz toll. Ach ja, genau, das war der Quatsch von wegen, wir müssen mehrere Lagerhallen inspizieren. Und bevor wir eine stürmen, müssen wir ganz sicher sein, dass es die ist. Um die Aale zu infiltrieren, musst du dich als einer von ihnen verkleiden, wenn du auf ganz sicher gehen willst. Und wir müssen auch noch ins Archiv der Cordona-Zeitung da. Damit wir dann diese Lagerhallen, glaube ich, ausmachen können. Irgendwie sowas war da. Wenn ich mich nicht irre. Ist das jetzt hier richtig? Nee, ich muss da runter. Da vorne ist es. Cordona Chronicles. Oder Chronicle. Hey. Kann doch sein, dass die jetzt noch irgendwie eine Nebenquest hat. Ich habe keine Ahnung. Wir gucken einfach mal. Guten Tag, Madame. Good luck, Mr. Holmes. Okay. Dann schauen wir doch mal. Wir haben jetzt in der Fallmappe das hier verkleiden und so. Mike Watts Informant bei den Aalen. Mike Watts Männer erhalten Informationen von jemandem, der bei den Aalen eingeschleust wurde. Der Informant hält sich in der Nähe von Lagerhalle 3 auf. Er war früher beim Militär und verlor in der Schlacht ein Auge. Er wird mit mir sprechen, wenn ich ihm die Losung "Was kostet der Fisch?" sage. How much is the fish? Sollte ich jedoch die falsche Person ansprechen, könnte ich den Informanten dadurch in Gefahr bringen und die Gelegenheit, mit ihm zu sprechen, wäre vertan. So, Anweisung für eine gute Tarnung. Um die Aale zu infiltrieren, musst du dich als einer von ihnen verkleiden. Wenn du ganz auf Nummer sicher gehen willst, solltest du dich als William Hart ausgeben. Auch bekannt unter dem Namen Billy die Fratze. Laut unseren Quellen hat er kurz vor seinem Tod vorgetäuscht und ist untergetaucht. Seine Todesanzeige findest du in der Zeitung unter den Neuigkeiten aus Silverton. Okay. Stadtteile Silverton. Personengruppen sonstige. Rubrik. Nachrichten. Da. William Harts Todesanzeige. Mr. William Hart starb im Alter von 29 Jahren bei einem tragischen Unfall in Silverton. Der fürsorgliche Vater und rechtschaffene Bürger hinterlässt eine Frau und 5 Kinder. Todesanzeige. Den soll ich mich verkleiden. Okay. Damit ich weiß, wie der aussah. Okay.
Also stand da jetzt einfach nichts drin im Zeitungsartikel, ne? Ja, druck das und das und das und das. Das wäre auch ein bisschen merkwürdig gewesen. Sondern einfach als Bild. Okay. Ja gut, aber ich würde sagen, wie das dann von hier aus weitergeht, das gucken wir uns dann an in der nächsten Folge von Sherlock Holmes Chapter 1. Und dann versuchen wir uns mal als den Typen zu verkleiden. Und mal schauen, was daraus wird. Das wird bestimmt lustig und toll und ach, ich weiß auch nicht. Bis dahin, viel Spaß noch, vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.